Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Die letzte Folge mit dem Tesla Cybertruck hat euch ja ziemlich gut gefallen. Wir hatten 1000 Aufrufe in 10 Stunden. In den letzten Tagen hatten fast alle Folgen nur Probleme, überhaupt über 1000 Aufrufe zu kommen, geschweige denn überhaupt 800 zu kriegen. Also, mehr Fahrzeuge. Dachte ich mir, wir machen heute zwei Fahrzeuge, die euch vorstellen, beide genauso wie der Cybertruck Automation Fahrzeuge. Aber die sind beide ziemlich gut, wie ihr seht. Die sind sehr gut nachgemacht. Nicht hundertprozentig akkurat, aber es geht mit Automation Trade. Das ist ein GLC Coupé und ein Charger. Das ist interessant, das ist die Front vom Charger. Yep. Das Heck vom Charger. Aber irgendwie die Mitte ist so generisch. Keine Ahnung. Jedenfalls, wollen wir anfangen mit dem GLC. Und ich glaube, das ist ein GLC 63. Weil, hört sich ziemlich sportlich an. Ich habe den für eine Minute ausprobiert, um zu gucken, ob alles funktioniert. Was ich bemerkt habe, war ganz interessant, dass der, wenn ich mal, zeige ich gleich, der reagiert teilweise extrem lang. Jetzt, ich gebe Gas, 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 jetzt, er hat ein extrem langsames Getriebe aus irgendeinem Grund in dem Spiel. Hat er irgendwie das falsche Getriebe ausgewählt bei Automation, weil das ist definitiv kein wirklich sportliches Getriebe. Der echte, GLC hat auf jeden Fall was viel Besseres drin. So, extrem langer Schatten hier von der... Oh, das wird unangenehm. Oh, das war sehr... wenig. Ich hatte jetzt einen richtig krassen Crash erwartet, aber irgendwie sind wir ein bisschen zurückgesprungen. Ja, wir werden den Charger nach 5 Minuten ausprobieren, also werden wir hier einen schönen Mix machen. So, kann der GLC dann springen? So, natürlich kann er das. Ein bisschen geht da immer. AMG natürlich gar nicht dafür ausgelegt ist. Gar kein GLC ist zum Springen ausgelegt. Oh, wow. gerade so gerettet. Okay, komm schon. Und generell merkt man dem hier schon ordentlich an, dass er ein SUV ist. Und hoher Schwerpunkt. Ich zeige euch, komm, fahren wir mal zum Slalom. Da sieht man es am besten. Wie die ganzen Teile abfallen überall. Ganzen Röhren und was auch immer. Beim Slalom sieht man am besten, wie langsam der ist. Hier. Den Sprung schaffen wir. Boah, gerade so. Gehen wir mal in die Perspektive, da sehen wir es am meisten. Und hier sehen wir schön Buddy Roll. Seht, wenn die Kamera schräg ist, dann ist die Federung ziemlich am Arbeiten. Und seht ihr, wie der Wagen... Oh, und dadurch, das passiert dann. Habt ihr gesehen, wie das Gewicht sich verlagert hat und dadurch unser Heck rauskam? Das ist das Problem mit der Federung, die zu leicht ist, zu weich ist. Es ist natürlich... Es ist ein SUV, aber ich glaube, der echte GLC hat, denke ich, ein bisschen härteres Fahrwerk im Sportmodus zumindest. Ich weiß nicht genau, ich bin noch kein GLC gefahren. Hoffentlich irgendwann bin ich allzu ferner Zukunft. Oh wow. So sieht das übrigens aus der Ego-Perspektive aus, wenn ihr reincrasht. Und hier hinten war jetzt eine Delle und eine Beule drin. Interessant. Das ist bestimmt teuer zu reparieren, besonders bei Mercedes. Okay, wir haben aber da hinten noch ein paar SUV-Sachen, die wir machen können. Mal schauen, wie er die schafft. Zum Beispiel ein bisschen Rockcrawling. Bremsen, 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 bremsen. Danke. So. Die Sache ist, wir sind nicht wirklich viel höher als ein... Also, wir haben nicht viel mehr Bodenfreiheit als ein normaler Wagen. Also, ist das hier eher so... Wir machen es einfach mal, weil wir es... Weil es andere SUVs können und nicht, weil es der kann. Also er kommt erstaunlicherweise ziemlich gut durch. Aber er hätte sich in echt alles auf und weggerissen. Wollen wir mal dem Charger eine kleine Begrüßung geben. Jetzt hat er unseren Wagen gestoppt. Komm. Auf geht's. Danke. Ich muss kurz ihr Sicherheitssystem überschreiben, weil der wollte nicht fahren. Oh Gott. Sprung, 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 Sprung. Noch ein Sprung. Definitiv, was ich machen wollte. Oh. Okay, rum. Hier durch. Und dann nochmal einen Sprung. Bisschen schräg. Au. Bisschen mehr schräg. Hat aber geklappt. Alles geplant. Natürlich, wie immer. Genauso. Au. Okay, ich glaube, wir lassen mal mit dem GLC sein und gehen mal rüber zum. Huh! Charger. Oh, der ist ziemlich laut. Das ist die Pursuit-Variante. Und ja, die ist ziemlich laut. Das ist die Pursuit-Variante, also die Polizei-Variante.
Und die hat Allrad auch dran. Ich glaube aber. Hat der V8 eine Allrad-Variante beim Charger? Ich glaube nur der V6 hat eine Allrad-Variante. Also, das hast du gesehen, sogar schon mal gar nicht realistisch. Ich weiß nicht, ist der Pursuit? Ich glaube, Pursuit ist nur. Aber ich glaube, der ist nur Heckantrieb, oder? Ich weiß es jetzt sogar gar nicht, gebe ich zu. Hört sich aber auf jeden Fall gut an hier im Spiel. Ordentlich Leistung. Und wenn wir jetzt hier mal den Slalom-Kurs machen, dann seht ihr den Unterschied in der Federung zwischen dem GLC und dem Charger. Natürlich andere Fahrzeuge, das ist zu erwarten. Aber seht ihr, wie viel ruhiger der ist? Also ich gebe zu, der Charger untersteuert hier einen ordentlich. Rumflicken. Aber die Federung ist viel ruhiger, macht viel weniger. Dafür ist es innen drin auch unangenehmer sein. Das ist gefährlich, ja. Da habe ich gemerkt, aber ich kam mich ein bisschen zu weit. Aber ich wollte es trotzdem versuchen. Aber im BeamNG ist das kein Problem, wenn wir crashen. Im Gegenteil. Ist lustig. Geben wir jetzt auch mal dem GLC was zurück, was er uns gegeben hat. Oh. Das ist ein Bein gestellt. Wow. Ordentlicher Überschlag. Okay. Ja, ja. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oh. Ordentlich. Komm. So, probieren wir das nochmal. Nehmen wir mal ein bisschen auf Geschwindigkeit. Nehmen wir mal hinten die Rampe. Mal sehen, wie schnell wir bis dahin werden. Jetzt werden wir das schon mal einmal aufsetzen. Da. Oh, ich komme schräg. Shit, 140. Platter Reifen. Rum. Überschlag. Komm, das geht noch, oder? Ja, wir haben Platten und sind ziemlich kaputt. Aber alles klappt noch. Nehmen wir den großen Jump da hinten. Schön. Und. Oh, wow, das ist ziemlich hoch. Gehen wir mal raus aus der Perspektive und gucken uns das Slow Motion an. Wie gesagt, das ist natürlich ein Automation-Fahrzeug. Die crashen nie so geil. Die crashen eher so wie ein GTA-Fahrzeug. Aber es ist immer mal wieder ganz lustig, die zu haben, oder? Und das wurde übrigens gefragt beim Tesla-Video, dass die Leute glauben, dass der komisch crashen wird. Ich erwarte, dass der crasht wie ein echter. Also einerseits muss er das? Also ich bin mal gespannt. Nee, der ist ja stabiler. Ich bin mal sehr gespannt, weil du brauchst ja immer noch Knautschzone in dem Wagen. also da weiß ich nicht, wie sie das machen. Und er dürfte aber auch nicht übermäßig schwer. Also es ist ein Elektro-Pickup. Der ist schwer, glaubt mir. Der ist schwer. Aber das ist ja das gleiche Material, was sie auch für SpaceX sind. Das hat ja SpaceX, das ist geil. Gehört auch Elon Musk entwickelt für Starship. Und also das sollte gar nicht mal übermäßig schwer sein, das Material. Nur es ist halt massiv. Und was auch schön sein wird, ist, wenn du den mal beschädigst, klar, ist nicht so leicht, aber wenn du ihn beschädigst, dann denke ich, und das muss ausgetauscht werden, dann musst du den ganzen Wagen austauschen. Weil es ein Teil ist. Bis auf die Tür. Also, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich unpraktisch wird. Aber muss wird sich zeigen. Jetzt hier mal kurz rum. Die Kamera hat mich da fast getötet. Bremsen. Oh, nach links, noch schnell Gas geben. Hab's auf jeden Fall besser gemacht damit, aber wir sind trotzdem runtergefallen. Und Bremsen hatte ich mich da leicht verschätzt. Wollte mich dann noch aber wenigstens auf die Rampe retten, was wir geschafft haben, wenn es nicht super smooth war. So, ich hoffe, ihr hört mich über den Wagen. Der ist echt laut. So, okay, jetzt gehen wir in den GLC mit. So, das war ziemlich unfreundlich hier, mein Lieber. Da, einmal rumwresteln. Kommt irgendwie immer besser raus. Das ist fies. Echt fies. Warte, du bist doch da hinten, oder? Genau. Rum das Heck. Danke. So. Auf geht's. Und schön vorne rauf. 16 mal langsamer. 149 km/h. Aua. Ordentlich. Rad haben wir abgerissen vorne. Und das sieht aber auch nicht viel besser aus. Achso, wir haben ja eine Pushbar. Weil die Pushbar funktioniert gar nicht. Ich glaube, die Pushbar funktioniert nicht, weil die ist gerade eben durchgefahren. Mal schauen. Crash die Pushbar? Wow. Warum haben wir überhaupt eine Pushbar, wenn die nicht funktioniert? Etwas unpraktisch. Einmal rum. Perfekt, kein Problem. Weiter rum. Das Schöne an Allrad ist, man kann jetzt ziemlich einfach driften, ziemlich kontrolliert driften, sagen wir es mal so. Sie sind nicht die leichtesten rauszubekommen im Vergleich zum Heckantrieb, aber wenn man sie rausbekommt, driften die wunderbar. Was die Fahrzeuge im BMW aber immer noch am besten machen, ist crashen, das heißt, das kann man einmal machen,
einfach gegen einen der Blöcke da irgendwie. Und ja, wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Wunsch habt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ciao.